Gerhard? Okay, Gerhard? Na, ich habe noch einmal eine Pause. Das kennen wir ja, wir fangen mit der Pause an. Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass doch einige gekommen sind. Trotz der Hitze. Trotz der Hitze, ja. Ich glaube, alle anderen liegen im Schauerbad und lassen sich das kalte Wasser um die Füße sprudeln. Ich freue mich, dass wir heute zu Gast haben, die Frau Bierebauer. Ich persönlich kenne sie nicht. Aber jetzt werden Sie mich kennenlernen. Ja, genau, das freue ich mich sehr. Und wir lassen uns einfach überraschen und wünschen uns einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Danke. Applaus, Applaus. So, ich möchte auch ein paar Worte an euch richten. Die meisten von Ihnen kennen mich schon, oder einige, leider, die mich noch nicht kennen, werden mich noch kennenlernen, wenn ich noch sowas höre da hinten. Ja, mein Name ist Walter Jaworski. Ich möchte Dank sagen der lieben Elisabeth, ohne ihr wäre das Ganze nicht zustande gekommen, dass sie uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Ohne das Ja-Wort von der Renate und von der Frau Bierebauer, von der lieben Anna, wäre das Ganze auch nicht zustande gekommen. Wer mir immer zur Seite steht, der liebe Gerhard. Ohne dass er hier anwesend ist, trotzdem beim Horst Karas noch öffentlich bedanken, der mir auch sehr viel geholfen hat, einige Dinge zu verwirklichen für die Frau Bierebauer. Dann noch drei kurze, oder werden wahrscheinlich fünf werden, Worte, die ich gerne immer zitiere vom Heinz Erhardt. Es soll so manche Dichter geben, die müssen dichten, um zu leben. Ist das immer so? Mitnichten. Manche leben, um zu dichten. Frau Bierebauer, darf ich dir das Wort übergeben, dann nach. Gehört bei einem Chorkonzert, hat sie zwischendurch ihre Gedichte aufgesagt und habe ich mich in sie verliebt. Ja, und vor 5 Jahren ist dann ein Projekt angelaufen, da haben wir also ein Buch herausgegeben, das Gerd Arme gesagt, da ist ein Teil, ca. 50 Gedichte ihrer 400-500 Gedichte gesammelt, mit einer DVD. Und daraus hören Sie jetzt einige Werke. Freuen Sie sich mit mir, ich habe schon so oft gehört. Aber ich kann nicht genug von bringen. Freuen Sie sich mit mir auf die Wundertichterin Anna Bierebauer. Guten Friday. Und zwar beginnen wir mit einem Gedicht von Anfang an, als Gott die Welt erschuf, die Weisheit sprach. Drei Worte nur hat Gott der Herr in seiner Allmacht gesprochen. Und fertig war die ganze Welt in einer knappen Woche. Auf Erden war das Paradies, hat nur dem Adam gehört. Mit Grasel, mit... Na schau da, was haben wir so eine Pleite heute. Auf Erden war das Paradies mit Viechern aller Orten, mit Grasel, Blumen, Streichern, Wolf und Obstbaum. Aller Sorten. Die Viecher haben sich schnell vermehrt. Es waren einer ja gleich zwei. Der Adam nur, der erste Mensch, hat gerät. Er war allein. Geht drum zum Herrn. Ich hätte eine Frage. Und findest es auch vermessen. Sag, hast du bei deinem Schöpfungswerk nicht irgendwas vergessen? Der Herr ist gnädig,
Ja, ein Loch. Ich weiß von deinem Verlangen. Ich hätte eine Rehweibel gemacht. Mir ist da noch einmal ausgegangen. Eine fromme Ausrede war das gewiss. Dem Schöpfer war es ja klar, dass das Paradies bald gescheit ist. Sind ja noch einmal zwei. Der Adam Benz und das Zwinglein. Ich hätte ja Rippen nur. Gut, sagt der Herr, wenn du da nicht spinnst, kriegst du draus eine Frau dazu. Der Adam, wir versessen drauf, tut schnell seine Rippen spenden. Unser Erdenschicksal nimmt seinen Lauf. Kein Mensch weiß, wie wird's enden. Heute ist die Frage schon aktuell. Die Bomben liegen bereit. Der auf einen Knopfdruck alles, was lebt, schnell bringt in die Wirklichkeit. Die Weisheit sprach, es werde Licht und Höhes warner werden. Wenn der Unvernunft einmal nur spricht, wird es wieder finster werden. Dann wird der Herr den Adam fragen, wer bei uns zwar war gescheiter? Dann muss der Adam klar laut sagen, natürlich du, Herr, leider. Falls du noch einmal eine Welt erschaffst, so mach mich auch nicht knochen. Nein, wie der Herr, das kenn ich schon. Dann kommst du halt angegriffen. Weil das Mantel will ein Weiberl haben, ob es kriegt, fliegt oder rennt. Da schaue ich nicht noch einmal zu, jetzt ist einmal ein. Der liebe Gott hat die Menschen erschaffen. Und was der Mensch alles hat, sagt jetzt die Frau Bierbauer in ihrem nächsten Lied. Ja. Was der Mensch alles hat, geht so? Ja. Ja, das wäre das Mikrofon. Der Mensch hat einen Kopf. Fürs Hirn einen Topf. Macher hat ein Birn ohne Hirn. Und der Mensch hat einen Hals. Und durch den schluckt er alles. Ah, das ist gut. Soll es besser, hä? Ja. Ja. Na, also, so muss man die Geräte. Eben. Der Mensch hat einen Hals, durch den schluckt er alles. Und der dran hängt, der Magen. Muss vertrauen. Der Mensch, das ist gut, hat auch Pumpen fürs Blut, dass er Freude gespürt und Schmerz hat das Herz. Und der Mensch kennt nicht leben, das sein bloß bald nicht gehen. Und keine Lieder wird gesungen, ohne Lungen. Der Mensch, weil er isst, das Trinken auch nicht vergisst, deswegen hat er halt auch einen Bauch. Der Mensch ist ein stammer Mensch, wenn er was schafft. Dazu braucht er Geist und dazu braucht er Kraft. Und von Anfang bis zu seinem Ende braucht er Tend. Der Mensch und hätte auch noch mehr erwähnt. Wo der Kaiser zu Fuß hingeht, muss er deiner auch gehen. Schon deswegen wird er ein Schliess oder Fies. Und der Mensch hat das Werkzeug, sich zu vermehren. Wie er das handhaben muss, brauchst du keinen erklären. Das war sogar der mit der Bier am Hirn. Ja, ja. Das Gerät und dann ist was passiert, die Neuigkeit. Die Neuigkeit, warum hat denn das? Im Hirn. Im Hirn? Ja. Mal schauen, ob ich es weißt du was Neues? Ich sag das geschwind. Die Bäckerresel kriegt ein Kind. Mein Gott, wie hat die heulig da? Da siehst du es. So was kommt davon. Und wie man hört, ist gar nicht gewiss, wer von dein Kind der Vater ist. Von wem ist Hob? Von der Marie. Weißt du was? Dass ich verschwiegen bin.
Ich beiß hat mir die Zunge noch, bevor ich sowas weiter sag. Dir sag ich's nur, weil ich ja weiß, du bist aufs Trotschen auch nix heiß. Und die Zilli, weil ich mir schon noch ein, weil die könnte sonst beleidigt sein. Bei der war's noch aus und gut. Weil, einmal wird sie offenbar. Und dann wir sehen, wie es gatschen die Leute. Weil es die Leute so freut, was andere trifft. Das ist, was mir ein Leid so gibt. Hätte jeder zu kehren vor seiner Tier. Wir sind halt Leute nicht so wie mir, wie beispielsweise du und ich und wie die Zilli und Marie. Wie Gott die Welt erschaffen hat. Und der Gerd spielt uns jetzt in die Berg bin ich gern. Und wir laden herzlich ein, dass alle mitsingen. Steigt auf Anruhe, Herzen erblühen, jeder
Bier. Bei Leibbergrühen, heimwärts wir ziehen, Berge, sie leuchten so gut. Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder, Brüder auf Leben und Blut. Weiter bitten. Der liebe Gott hat ja nicht nur den Menschen geschaffen, sondern er hat auch Tiere geschaffen. Und unter anderem auch die Bären. Der Bär. Es war einmal ein Bär, der dachte nicht ans Schießgewehr. Im Gegenteil, wahrscheinlich, um sich zu ernähren, fraß er tüchtig andere Bären. Es war sonnig und auch heiter. Der Bär trottet gemütlich weiter. Doch plötzlich war er wie besessen und dachte gar nicht mehr ans Fressen. Warum wohl? Ich weiß es. Er dachte sich, es muss in einem Bärenleben doch auch noch etwas anderes geben. Und deshalb, bald um sich zu vermehren, suchte er nach anderen Bären. Ich suche vielmehr nach einer Inn, so kam es ihm gleich in den Sinn. So, jetzt kommen wir zum Schießgewehr. Nein, das dachte nicht an einen Bär. Nein, nein. Es stand im Schrank voll Glanz und Glitzer und wartet schon auf den Besitzer, dass er es endlich hole, anstatt seiner Pistole. Oh, welch ein Glück, er kam auch bald, nahm es heraus, fuhr in den Wald. Lustig und singend wandert er den Berg hinauf, hat plötzlich gleich zwei Bären vorm Lauf. Er legte an und war sich sicher. Ganz leise nur hört man Gekicher. Die Kugel nicht den Pelz verbrennt, denn siehe da, der Abzug klemmt. Die Bären zwinkerten der Flinte zu, liefen davon, und hatten Ruhe. Nun steht das Gewehr wieder im Schrank. Die zwei Bären, sie hatten Glück. Dem lieben Gott sei Dank. Noch eines, ja. Das vorhergehende habe ich vor ca. 25 Jahren geschrieben. Das jetzige ist etwas jünger. Heimat. Heimat ist für jeden Menschen etwas anderes. Hauptsache, es fühlt sich nach Geborgenheit an. Viele sind mit Herz und Seele gezielt und punktuell auf ihre Verwurzelung fokussiert und manche, wie ich zum Beispiel, haben Variable. Dort sind sie mit einem innerlichen Heimatgefühl sehr, sehr glücklich. Ich bin eigentlich ein geborenes Meidlinger Kindl und wo ich auch 20 Jahre lang lebte, dann weggezogen aus der gewohnten Umgebung und plötzlich das schreckliche Gefühl, ich habe keine Heimat mehr. Viele bleiben dort, wo sie geboren wurden. Mich hat es in die verschiedensten Himmelsrichtungen verschlagen. Vielleicht bin ich ein Suchender. Ich habe zwar immer die letzten 20 Jahre dort in Meidling gearbeitet, kann mich aber zum Beispiel mit dem Titel von Anton Krutisch, mein Herz schlägt für Meidling, mich nicht mehr identifizieren. Nur mehr in Gedanken, an gewisse Erinnerungen. Zu viel hat sich verändert. Mit einem Wort, eine vergängliche Heimat. Zum Beispiel erinnere ich mich noch, der Schwefelgeruch der Thermalquelle des Theresienbades, der durch den Bezirk zog. Ich hatte 10 Minuten in meinen Urwald, Schönbrunn. Oder Tivoli, der Springerpark, wo es Schafe gab. Dort, wo jetzt im Springerschlössl die politische Akademie der ÖVP
ihren Sitz hat, Ackerplatz und vieles mehr. Darum, Heimat ist dort, wo auch dein Herz schlägt, wo man sich spürt. Denn meine jetzige Heimat, und das ist schön, das ist der Anemonensee. Ich hab's nicht weit, bin in der Stadt gleich drin, und wenn's mich freut, ein paar Fischer drin. Ich geh dort in den Wald und hab meine Ruhe, und im Bord glaubst, schaut dann noch der Kaiser zu. Oft habe ich meinen Wohnsitz geändert, aber es war mir nicht zu viel. Denn eins hat sich nicht verändert. Und das ist mein Heimatgefühl. Für mich ist Heimat, und das hat seinen Sinn. Ja, Heimat ist dort, wo ich jetzt mit meinem Herz bin. Und wenn ich dort geboren worden bin, und meine letzte Heimat ist, nein, das ist nicht Wien. Auch wenn die Leute sagen, der ist doch dumm, jetzt zum Schluss zieht der auch noch um. Darum sage ich jetzt, hier und jetzt. Es hat keinen Zweck, auch zuletzt ziehe ich noch weg. Denn dann bin ich ganz woanders daheim, nämlich in Glockmitz, am Waldfriedhof und ein paar schöne Bäume. Hoffentlich noch recht weit weg. Und doch, doch, die letzte, meine Heimat. Danke. Lieber Walter, herzlichen Dank für dein erstes Gedicht über die Bären, ohne dass wir uns abgesprochen haben mit dem Programm. Jeder will was Zweites sagen, ob es jetzt ein Bär ist oder der Mensch ist. Und die zwei Gedichte haben sehr, sehr gut zusammengepasst. Und dein Text über die Heimat hat mich jetzt auch sehr, sehr berührt. Wir werden daran anknüpfen. Aber vorher bitte ich den Bär, dass er einfach spielt mit uns. Ich nehme mit, fliege mit mir in die Heimat. Fliege mit mir übers Meer.
Kreis. Und darum möchte ich Ihnen die Frau Pirebauer mal anders vorstellen. Nicht nur als lustige Mundartdichterin, sondern weil gerade von der Heimat die Rede war, der Walter hat das also wunderbar formuliert. Die Frau Pirebauer stammte ursprünglich aus Wismar, ist in Hollendorf zur Schule gegangen, aus der buckligen Welt. Und nach dem Krieg ist sie in Wiener Neustadt sesshaft geworden. Und in ihrem Buch ist auch ein Gedicht über Wiener Neustadt drinnen. Anna, bitte, ein Gedicht über deine Heimat, über Wiener Neustadt, wo du jetzt zu Hause bist. Ja. Wiener Neustadt. Man nennt sie die Allzeitgetreue. Ein Titel von herrlichem Klang. In fürstlichen Diensten erworben, trägt sie ihn schon jahrhundertelang. Bewohnt von friedlichen Bürgern, gebettet in ebenes Land, grüßen sie ragende Berge, erreichbar wie Seen und Strand. Sie ist mir Heimat geworden, die Stadt im steinigen Feld. Ich kenne sie lachend und weinend, von Wunden des Krieges entstellt. Aus Schutt und Asche erstanden, ist sie in modernerem Kleid mit Sorgfalt das Alte bewahrend, schöne Zeugin vergangener Zeit, wo Burg und Mauern sie schützten vor Feinden, die oft sie bedrängten. Nun kann sie sich blühend entfalten, von nichts und von niemand beengt. Ein Recke mit Schild und im Harnisch, seine Zeit ist wie lang schon vorbei, schmückt heute noch die Südwand des Domes mit dem Wahlspruche allzeit getreu. War die Kabine war einmal besinnlich und der Walter hat ihm dann gesagt, ja, die letzte Ruhestätte wird aber in Glocknitz sein, ein wunderschöner Friedhof. Ich möchte vielleicht ganz kurz sagen, die Frau Pirebauer ist auf Lesungstour unterwegs mit dem Vater des ehemaligen Bürgermeisters, mit dem Julius Müller, und die Lesungen heißen Heiteres vom Diesseits und Jenseits, wobei die Frau Pirebauer das Heitere vom Diesseits beisteuert unter Julius Müller, der war Bestatter in Wien, das Heitere vom Jenseits. Aber auch die Frau Pirebauer hat Heiteres vom Jenseits und da dürfen wir anknüpfen. Wir werden ja, haben wir alle keine bleibende Stätte, wie es halt so ist, und die Frau Pirebauer denkt dran, wie das sein wird, wenn ich dran denke, ich wirst gar sterben. Das tue ich nicht so gern. Wenn ich daran denke, ich müsste gar sterben, könnte ich vor Rührung selber lernen. Na ja, man hat sie oft nur gesehen, was sie da anspielt. Und deswegen sehe ich mein Leben auf den Schrom. Das habe ich auch, lasst euch sagen, macht mir ins Triegerl ja kein Fenster. Zu was noch? Nicht auch mit Spenster könnte ich in diesem Zustand sehen. Und bin ich dann eine Zeit gewesen, 3 Tage ist Pflicht, das ist die Frist, bis sicher hast, dass du gestorben bist, dann schaut's, ich seh der Decke zu und auf geht's zu der ewigen Ruhe. Der Pfarrer bett was aus dem Birchel, gleich schnäpsen sie ins Taschenbirchel, dann füllen sie die Gruhe mit Erden an, dass man ja nicht mehr rauskommt. Keine Angst, bin ich einmal so weit, dann bleibe ich in der Ewigkeit. Und meine Ehren, das würden sie raffen, wie können sie sich eh nicht kaufen und diesen Foundance bei mir machen. Wenn ich an das denke, kann ich lachen. Und wenn wir doch beim Friedhof sind, mit dem Gedicht ist die Frau Pirebauer eigentlich bekannt geworden, das erste Mal in der Zeitschrift der Lehrerbildungsanstalt in Borg und dann im Eibischzuckerl und im Augustin in Wien. Und das ist die Frau Zworisch.
Vielleicht kannst du das dem Walter erzählen. Ja. Die Frau Zworisch. Nein, die werden es nicht kennen. Wem tut's noch? Weil man sieht es noch reiner. Zumindest will ich das stark hoffen. Ich hab's unlängst erst am Friedhof getroffen. Auf die Frage, haben sie auch grob zum Flehen? Sagt's, na, noch nicht. Sehen's, und deswegen schaue ich mir ein wenig um, dass ich auch bald zu einem komme. Ein Platz hat, was mir recht gut gefällt, und das bewirbe ich mich dann halt. Mein Mann ist in Kugmieren begraben. Und weil wir keine Kinder haben, muss ich für alles selber sorgen. Man weiß ja nicht, von heute auf morgen. Sie sagen, der Mann liegt in Kugmieren, da lässt die mich überführen. Ich nicht, sagt's. Ich bin Stadtleben gewohnt. Mich bringt kein Mensch mehr zurück aufs Land. Nein, überführen lasse ich mich nicht. Ich weiß, was ich dort auch nicht. Und mehr drauflegen auf meinen Mann, wo er und ich nichts mehr davon. Auch wer die gute Frau nicht kennt, muss sagen, das ist ein Argument. Danke. Ja, wie geht's dann? Gut? Ja, wenn wir gerade beim Thema Sterben sind. Sie haben gehört, die Frau Kirchbauer kann auch wunderbar singen. Möchten wir Sie doch mit der musikalischen Seite bekannt machen. Und die lustige Fassung des Liedes, die Lorelei, bringen. Die Fans von der Frau Kirchbauer kennen das schon, sie haben es schon sicher mal gehört. Aber ich erfreue mich immer wieder dran. Ich habe es zwar nicht geübt, aber wir werden es probieren. Dann werden wir probieren. Gut, das will ich ja völlig aufstehen. Da muss ich aufstehen. Ja, weil schon mit der Gestik. Ich habe schon einen Sitz, ich bleib sitzen. Bitte? Ich habe schon einen Sitz, ich bleib sitzen. Das kann man jeder machen, wie er will. Jedenfalls. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich gar so traurig bin, dass ich gar so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn, Sinn, Sinn. Und die Luft ist kühl und dunkel, die dunkle Schicht zu bunten und zur Ruhe frisst der Wein durch das dürre Loch hinein. Und die Gipfel des Berges funkeln im Abendsonnenschein, Schein, Schein. Und die Luft ist kühl und dunkel und im Dunkel geht's gut munkel. Und zur Ruhe fließt der Wein durch das Gurgelloch hinein. Und die Gipfel des Berges funkeln im Abendsonnenschein. Die schönste aller Jungfrauen sitzt ei da droben auf der Hee, ei da droben auf der Hee. Ihr goldenes Geschmeide blitzt, sie kämmt sich ihr goldenes Ha, Ha, Ha. Und mit einem Rostgekampf kratzt die Rotten zapp und zapp. Und sie singt ein Lied dabei von der schönen Lorelei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie, dein, dein. Und mit einem rostigen Kampf hat's die roten Zirpen zapp. Und sie singt ein Lied dabei von der schönen Lorelei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Denn Schiffe in seinem Kahne, den ergreift's mit wildem Weh, den ergreift's mit wildem Weh. Er schaut nicht auf die Bahne, er schaut nur auf die He, He, He. Und
der Hut drauf geschaut, patsch, der hat's noch gekauft. Und der Schiffer ist ertrunken, weil der kam ich so gezogen. Ja, was hat da noch so lange auf eine Jungfrau auf ihn schauen, schauen, schauen. Und der Hut drauf geschaut, patsch, der hat's noch gekauft. Und der Schiffer ist ertrunken, weil der kam ich so gezogen. Ja, was hat denn er so lachen auf der Jungfrau auf die Schau? Thank you.
die Werner Leid und die Anna. Wir sind eine Fischschau, ja, aber ein Werner Leid ist da, das ist der Walter, den darf ich wieder bitten, weil du hast ein Gedicht, einen Text, Entschuldigung. Ja. Über? Ja. Über Erlebnisse in Wien. Also ich war einmal ein Wiener, wie ich schon erwähnt habe, meine Heimat ist jetzt da. Diese Anekdote habe ich vor circa 30 Jahren geschrieben. Bin ja, wie gesagt, in Wien aufgewachsen, habe immer in Wien gearbeitet, aber es hat sich sehr viel verändert. Aber auch zum Positiven. Und alle Bezirksabschnitte sind nicht gleich. Denn im Großen und Ganzen gilt ja Wien als saubere Stadt. Ein Freund von mir wollte jemanden, den er schon lange nicht gesehen hat, besuchen. Er erzählt. Nach einem guten Frühstück steige ich ins Auto und fahre frohen Mutes in Richtung Wien. Es staut schon bei der Stadteinfahrt und jetzt geht's los. Mit dem eigenen Auto zu fahren, das kannst du vergessen. Stehst nur im Stau, da hast du gegessen. Am besten du stößt das wo an, die Frage ist nur wo. Wo ist der Platz, wo darf ich stehen? Ah, dort ist ein Platz. Will mich schon freuen. Na, Parkverbot, das ist zum Schreien. Jetzt ist mir wurscht, ich stöß irgendwo an. Nein, jetzt sind die Sheriffs auch schon da. Ich gehe da drauf, komme gleich in die Rage. Das hilft mir nichts. Dann fahre ich in eine Parkgarage. Das wird teuer. Na, servus. Ich muss zugeben, es tut mir sehr schwer im öffentlichen Stadtverkehr. Und trotzdem probiere ich es. Noch einen Plan von den Stationen, denke ich mir, dort muss der Freund jetzt wohnen. Ein junger Mann steht neben mir und sagt, auch gleich, ich helfe dir. Nimmst erst U6, dann die U4, kannst nichts verfehlen. Komm. Glaube mir, ich befolg's und steig auch ein. Das, was jetzt folgt, das ist zum Schreien. Tust du mal in die Öffis schauen, biegt unten Sitz, das zeigt zum Kauen. Auf dem anderen Platz, da sitzen die Kinder. Kann man nichts machen, war halt geschwinder. Am Platz zum Stehen ist grad nur zum Krieren. Hinten wird Kraft, Rost, Fetzen fliegen. Kurst und gespuckt wird noch dazu. Ich steige aus, ich habe jetzt genug. Ich gehe durch den Park, vermisst die Spotzen. Dafür bei den Mistkübeln schmausen trotzen. Dann von die Hund, das Kackeln noch dazu, wo reinlatschen tue. Dann gehe ich auf ein Trottoir. Ja, so ein Saubers, das ist rar. Hingespuckt und drauf wieder dann das Kackel. Gott sei Dank, heute gibt's ja schon einen Sackel, oder? Ich lüge nicht, das könnt's mir glauben. Die Fenstergesims sind voll mit Daumen. Jetzt frag ich, wenn nach dieser Gossen, natürlich werde ich im Regen stehen gelassen. Ein anderer drauf hin bleibt noch stehen, schaut mir aus und nichts verstehen. Ich muss mich umdrehen und gleich gehen. Ein Dritter schickt mir nur im Kreis. Die Sonne brennt runter, mir ist heiß. Telefonzellen sind kaputt oder belegt. Handy gab's ja noch nicht. Endlich in der Gossen angekommen. Schau ich drum herum. Ob er das Haus gefunden hat, möchte ich gerne alle wissen. Leider nein, das haben sie jetzt weggerissen. Es ist ja unglaublich, wir haben das Programm nicht abgesprochen. Frau Birrebauer hat eine Geschichte, die ganz genau zum Walter, seinem Gedicht dazu passt. Die unglaubliche Geschichte. Aber das ist wirklich passiert. Das ist kein Schmäh.
passiert es irgendwo in Bern in einer großen Mietskaserne. Zwei Männer waren beteiligt dran. Der eine war ein Muselmann mit schwarzen Haaren und ein wenig kleiner als der größere, der Werner. Der, und das gehört jetzt auch gleich gesagt, wohnt in den Jahren im ersten Stock. Bis zu den Juliwochenend haben sie die zwei nur flüchtig kennt. Da haben sie dann einen Zusammenstoß ins Stirnhaus gehabt. Ganz kurios. Der Kleine putzt am Gang gerade Schuh. Der Große hat einen Haufen Besuch, der ihm zum 40er gratuliert. Und wo Geburtstag gefeiert wird, geht's nicht ohne Alkohol. So hört man's Prost schreien und zum Wohl. Auch Happy Birthday hört man's singen. Und weil Gratulanten auch was bringen, haben seine Freunde weiterdenkt. Die haben ihm Ski und Skischuhe geschenkt, was er erfreut entgegennimmt. Der nächste Winter kommt bestimmt. Nur fällt ihm in sein Dusel zu Wort, dass er bis zum Winter wart. Er rüstet sich skifahrmäßig aus, ist gleich drauf draus den Stiegenhaus, fährt auf der Treppe mit Hallo, wie auf einer Piste noch. Nur die Rundgeschichte an ein kleines Mal her. Der Schuhputzer kommt beim der quer. Den hat er halt ein wenig lädiert. Dem Soffenen ist nichts passiert. Der türkische Mann hat türkisch geflucht, kommt ins Spital, wird untersucht und kommt nicht heim. Der Übeltäter möchte ihn besuchen, zwei Tage später. Fragt, wie es dem alle üsig geht und hört, da kommt es leider zu spät. Erschrocken meint er, lebt er nimmer. Die Antwort darauf war fast noch schlimmer. Den haben sie nach Gugging transportiert. Dort wird er jetzt psychiatriert, weil nach dem Unfallhergang gefragt, hat er alle wieder gesagt, ich putze den Schuh von meiner Tür ins Stiegenhaus. Nichts denken wir. Plötzlich kommt großes Mann mit Ski von erster Stock. Fahrt über mich. Das gibt's ja nicht. Der muss ja spinnen. Darum haben wir da nicht brauchen können. Wer vor den Wehen, so frage ich sie, im Sommer und im Stiegenhaus Ski. Der Wehner, der den Hergang kennt, sagt, Servus Natz, den hat's da rein. Und weiter denkt er, armer Kleiner, was dir passiert ist, glaubt er keiner. Er lenkt die Schritte, schau jetzt das goldene Wiener Herz. Er lenkt die Schritte guckingwärts, befreit den Türken, sagt wie es war, seither sind's besten Freunde zwar. So hat mir's wer erzählt, die Geschichte. Glauben Sie, das weiß? Oder ich glaub's nicht. Danke, liebe Anna. Und jetzt kommt dann der Walter. Jetzt geht's wieder in die Tierwelt. Mit dem Kabeljau und wie es ist. Wir haben auch anschließend unter dem Kabeljau das passende Antwortgedicht. Der Kabeljau. Es schwamm im Meer der Kabeljau und sucht verbissen eine Frau. Er ist ein bisschen komisch geschwommen, darum hat ihm wahrscheinlich keine genommen. In dem weiten Meer, einst blau, schwamm weiter unser Kabeljau. Er dachte sich, wie könnt's wohl gehen, dass die Weibchen nach mir sehen. Mit traurigem Blick lag er auf einem Schiff, es war morsch.
da schwamm sie herbei. Es war Frau Dorsch. Die zwei verstanden sich sofort und schwammen inniglich weit fort. Nach Jahren, das Meer ist lang, das Meer ist breit, da hatten die zwei schlimmen Streit. Ihm gefiel ein anderer Ort und wollte auch hin. Sie wollte nicht, drum schwamm er fort. Ab jetzt mussten getrennt sie leben. Und bald wird's beide nicht mehr geben. Vom blauen Meer ist keine Spur. Meist sieht man's ölig, dreckig nur. Danke. Der Humorfall war mit einem tiefen Hintergrund. Aber jetzt geht's wieder lustig weiter. Fische füttert man ja, oder ködert man, mitunter auch mit Würmern. Und die Frau Biribauer hat ein Gedicht über den Mehlwurm. Stößt uns bitte den Mehlwurm vor. Was ich aufstehe? Nein. Der wird sitzen bleiben. Danke. Da braucht nicht wohl nichts. Der Mehlwurm. Er kommt heute nur mehr selten vor. Das ist nicht traurig, wunderbar. Seit es nämlich das Müll zu präparieren, kann er fast nicht mehr existieren, der Müllwurm. Der ist auch fähig, was ich schon lange jetzt nicht mehr sehe. Er ist ja nicht gerade sehr beliebt. Dem würzen, seit es die Müller gibt. Denn dieses Viech ist darauf versessen, nichts als das pure Müll zu fressen. Er huckt im Müllsack unerlaubt und frisst, bis er in die Tasse stoppt. Darum sage ich auch, es ist ein Sturm, weil bin ich schon mal ein Wurm, näher mir nicht für Müll empfahlen. Da bin ich lieber gleich am Naden und haus in einem saftigen Schinken, wo andere Genüsse winken. Der kennt nichts anderes, ist zufrieden. Ja, Gusto sind eben sehr verschieden. Ja. Ja, die Musik. Ja, wir machen mal einen kurzen Instrumentalstück. Weiter seine Lieblingspolka. Er fährt hier unter nach Wien rein auf der Autobahn. Gell? Ah, ja. Letztes Mal ist er ins Rad reingefahren, es hat nicht blitzt, sondern geschäbert. Großfüßigen so gut. Und dann verabschieden wir uns, der Walter und ich, der Walter und die Frau Biribauer, mit einem Schlussgedicht. Ja. Aber freuen Sie sich mit mir auf das Klagelied einer Großfüßigen. Die Frau Biribauer, damals war es ja nicht so, dass die Mädchen und die Frauen so große Füße hatten wie heute, weil die Jungen haben also heute schon große Schuhe, 39, 40, 41.
Damals war Größe 40 schon eine Seltenheit. Und da ist eben der Frau Birrebauer zuerst klagelig einen Großfüßigen eingefallen. Also dann bitte darum. Dann war es schon. Ja. So mancher lebt in Saus und Braus, hat drei, vier Wegen, hat Haus an Haus, fliegt kreuz und quer durch ganze Welt, der Stern kennt's, der hat noch mehr Geld. Muss gar nicht sein, der kann auch blöffen, weil manche wissen sich da zu helfen. Sie leben halt gern auf großen Fuß. Ich nicht. Ich tue es nur, weil ich muss. Bei mir wird es nämlich wörtlich genommen. Mir macht mein großes Schuhkreis kommen. Mit Randgröße wird es zwar jetzt umschrieben, und Schleicher sind die gleichen geblieben. Im Gegenteil. Mir kommt es oft vor, als wachsen sie von Jahr zu Jahr. Dabei war es gut, ich hätte den Rosten, sonst brauche ich einmal Geigenkosten. Drum ärgere ich mich grün und blau, wenn ich wo in den Ausflug schaue. Da stehen ja lauter Kinderschuhe und nie die Nummer, die ich suche. Als gab es nur Frauen mit kleinen Füßen. Ich gehe dann in das Geschäft und grüß. Sag ich auf die Frage, was darf denn sein? Schuh, innen groß, doch außen klein. Verkäuferin glaubt, ich mache einen Witz, sagt mir beleibig auf den Sitz, schaut meine Füße barmherzig an und ist durch die Hintertür davon. Baum frage ich mich, was wird's mir bringen für schiere, himmelslange Dinge? Beim Warten schon vergeht mir das Loch. Wie scheint, die lässt man erst da machen. Wie es eigentlich kommt, dass Gott erbarm, hat es gerade zwei Schocheln auf dem Arm. Und auf meine Frage, haben sie nicht mehr? Sagt schnippisch, in der Größe ist schwer, da legt der Chef kein Lager an, weil er es ja nicht verkaufen kann. Ihr kleiner Fuß wippt provokant. Ich hab auch unter Druck, mein Grand, weil ich mein Schicksal eh schon kenne. Wenn ich in noch mehr Geschäften renne, Füße werden nicht kleiner, bleibt sie gleich. Ich bin schon froh, ist Leder weich und das nicht zwicken, das ist mir taugt, sonst kriege ich gar noch einen Raum. Deswegen verstehe ich es gut, die Schwestern vom Aschenbrödel, die Sequestern. Hätte sich für mich ein Prinz entschieden, ich hätte mir auch die Tratsche geschnitten und wäre dann an den Wunden gescheitert. Man hört nichts, haben sie bei denen geeitert. Sei es drum, mein Mann hat sich nicht gestoßen an meine Füße, an meine Großen. Zum Dank davor habe ich ihn erhört. Mich hat die sein ja auch nicht gestört. Er legt wie ich auf großen Fuß und so wie ich, nur weil er muss. Weil wir leben nicht in Saus und Braus. Wir haben nur ein Siedlungshaus. Aus. So, jetzt hat die Anne etwas über sich erzählt. Und sie hat so einen tollen Humor und ist so schlagfertig und so einen Situationshumor. Ja, und das war auch ein Gedicht eingefallen. Das möchte ich Ihnen gern zu Gehör bringen. Und zwar gibt es eine DVD von der Veranstaltung in den Kirchen, da hat ein Kollege mitgefilmt, eine Amateuraufnahme, ein Mitschnitt. Und da haben wir also DVD nachmachen lassen für alle Besucher, die gerne eine wollen zur Erinnerung. Da steht zur lieben Erinnerung Anna und Renate. Und die haben wir signiert. Und eine nach der anderen hat die Anna beschriftet. Anna geschrieben und Anna. Ja, und was dann war, möchte ich Ihnen gerne zu Gehör bringen.
Vor kurzem ich zur Anna gehe, zum Unterschreiben der DVD, auf der zu sehen sind wir zwei in der Neukirchner Bücherei, damit, wenn wir zusammen begraben, die Leute auch andenken an uns rum. Und Scheiben wird handsigniert, mit Annas Namenszug verziert. Auf einmal hält die Anna in mir. Bevor ich noch zu fragen beginne, sagt sie ganz ernst, das ist jetzt für Spaß. Wie gut, dass ich nicht Philomena heiße. Das ist die Anna. Das habe ich mich in die Reihe fassen, es war so, so spontan. Und jetzt? Komm mal. Unterbrechen? Ja. Ich bin zufällig einmal vor kurzer Zeit durch meine Neustadt gegangen, haben wir die Frau Bierebauer gesehen, wie sie Schuhe gekauft hat. Hat es gerade auch anprobiert, hat es aufgezogen, hat gesagt, entschuldigen, ihr Frau, die Schuhe drücken. Hat die Verkäuferin zu der Frau Bierebauer gesagt, da müssen Sie die Zunge rausgeben. Hat die Frau Bierebauer gesagt, dann drücken wir alle rein. Danke Gerhard, das ist spontan, da kann es gar nicht sein. Kein Einbaden. Müsst ihr zwei immer einen Witz machen, wenn ich was lesen soll? Aber erst immer dabei. Ja, wir werden es. Jetzt zum Hören. Viele von Ihnen, oder zumindest ich, habe mir immer früher die Frage gestellt, Mundart oder Dialekt? Oftmals so manche Zweifel weckt. Mundart ist eine regional gebundene Sprachform. Dichtkunst, die in der Dichtkunst verwendet wird. Dialekt ist eine Volkssprache einer Landesgegend. Der Dialekt ist vom Begriff Akzent abzugrenzen, prinzipiell sind Mundart und Dialekt gleichzusetzen. Im Dialekt gibt es typische Doppelverneinungen. Zum Beispiel, ich hau nur nie nicht keinen Rausch nicht gehabt. Ich liebe zum Beispiel Altwiener Dialektwörter. Zum Beispiel, ich habe mir einige zusammengeschrieben. Talibudel, Habetudel, Fadenudel, Tradiwabel, Fetzenlabel, Kotzenjammer, Holzpitschammer. Orchkatzler, Schwarf, Ogrosel, Pokaner, Auszauner. Bamperletsch, Pesselresser, Weinbesser, Xins, Pins, Bäumwedel, Eierschädel, Abornetsch, Bamperletsch, Lurch, Schlurf, Gsturi, Kramuri. Negerland, Flatterland, Hostankrant, Rohrkrepierer, Pfeifenstürer, Häfelrotz, Eschekotz. Kokolore, Stinkatoris, Hotelump, Lehm auf Pump. Hefenbrüder, Saffensier, der Hungerleiter, Hutschenschleider, Hallerwache, Fetzen, Dachel, Flohbeil, Krotenfeil, Kanäuferön, Umapön, Kitriel, Potschochter, Stravanzer, Kramanzer, Pritschen, Aflitschen. Ich gebe Ruhe, ich glaube, jetzt ist es genug. Es gab zwar noch mehr, dann wird's lang. Zum Höre auf, und ihr seid froh, sonst sind sie mir nur wie auch noch da. Danke. So, es folgt jetzt die Antwort von der Anna bezüglich Mundart und dann noch ein Ausrufezeichen, das letzte Gedicht, mit dem sie sich dann verabschieden wird. Und das nächste Gedicht heißt Der Goethe und ich. Ah ja. Der Goethe und ich. Seit ich ein wenig reimen kann, schaue ich den Goethe anders an, den laubumgrenzten Dichterfürsten, als den, die heute noch Lorbeeren dürsten. Wo jedem ein Diktiergerät und sonst was zur Verfügung steht. Der Goethe hat alles händisch geschrieben. Was war ihm denn sonst überblieben? Der hat so gemacht, wie heute noch ich, deswegen hat er meine Sympathie.
und fleißig ist er auch nur gewesen. Was gibt's von dem nicht alles zum Lesen? Das Freilich habe ich auch entdeckt. Für ihn gibt's nichts im Dialekt. Zumindest mir ist nichts bekannt. Denn klarerweise liegt's auf der Hand. In Mundart schreiben ist viel schwerer. Das lernt dann in der Schule kein Lehrer. So, jetzt sind wir am Ende unserer Lesung angelangt. Ich glaube, Sie stimmen mir zu, wenn ich sagen darf, es war eine ganz tolle Stunde und sie war wirklich ein sehr aufmerksames Publikum. Großes Kompliment, wirklich. Es ist, ja, Applaus bitte, wohlwollend. Und im Namen von der Frau Birrebauer, von der Anna, möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Walter, der das initiiert hat. Einen Applaus bitte. Und Gerhard, ja, großer Applaus. Und Gerhard, der uns begleitet hat, so stimmig, wunderbar, harmonisch. Wir danken für die Einladung, dass wir hier im Betreutes Wohnen zu Gast sein dürfen, für die Organisation, für die Betreuung, fürs Herrichten, fürs Wegräumen. Applaus bitte auch für die. Natürlich, die Helferlein, wo sind sie überall alle? Die Einzelmenschen versteckt. Die sind alle schon. Sind schon gegangen. Kommen später schon wieder zum Wegräumen. Und natürlich, unsere Hauptakteurin, liebe Anna Birrebauer, danke, danke vielmals. Dankeschön. Und liebe Renate Hamann, die rechte Hand. Liebe Renate, danke vielmals. Dankeschön. Danke. Ja, ich muss sagen, die Frau Birrebauer war im Mai 93 Jahre. Oh. Ja. Und sie verabschiedet sich jetzt mit einem aktuellen Gedicht über das Kirschenbrocken. Kirschenbrocken. Meine Mama hat nie gern Kirschenbrocken. Möchte wissen, was ihn rauslockt. Vom Zunau heißt es noch ein Brenner, sie will schon zum Kirschbaum rennen. Und stundenlang kann er drum hocken. Nur weiter bringt er nichts beim Brocken. Er weiß warum. Ich weiß schon auch, die Nachbarin macht EFKK. Sie ist sehr jung und wohlgebaut. Kein Wunder, dass er mich schaut. Na Wort, mein Wort wird später bleiben. Wir haben Äpfel draußen und Birnen, die Gott sei Dank erst später reifen. Im Herbst dann, das ist zu begreifen, werden keine nackte Haut mehr locken. Dann muss er raussehen, Äpfel brocken. Und einen geilen Finger friert sich niemand drin, ein lustiges Lied. Die kurze Hitze muss mich nicht kränken. Kalt ist bei uns der Äpfel länger. Danke. Und danke für Ihren Besuch und für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie ein Buch erwerben wollen, das ist jetzt im Jänner neu aufgelegt worden. Das war jahrelang vergriffen, jetzt gibt es wieder. Kostet 14,90 Euro, auch in der Buchhandlung oder mit einer persönlichen Widmung von der Frau Birrebauer. Und von mir gibt es hier. Und die DVD gibt es nur bei uns um 12 Euro, falls Sie ein Geschenk brauchen oder ein Mitbringsel für einen Besuch. Dann können Sie das jetzt erwerben. Wir danken für alles, für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund. Vielleicht gibt es irgendwann ein Wiedersehen. Einen Abschluss bitte mit der Musik. Danke. Ja, ich glaube, jeder kennt den Bette Alexander. Eins von seinen schönsten Lieder ist eigentlich Abend senkt sich auf die Gänger der Vorstadt, die Kinder am Hof müssen heim. Die Kreislerin wäscht das Trottoir vor dem Laden, der Mann trägt die Obstkisten rein. Der Tag ist zu Ende, die Menschen sind müde, viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben geht aus einer offenen Tür.
Das ist ein Stückchen daheim. Man wirft einen Schilling in den Automaten, schaut anderen beim Kartenspiel zu und steht mit dem Bier in der Hand an dem Schanktisch, ist gleich mit ihnen wer du. Was für eine Beißel in unserer Straße, auch das Leben noch mehr. Und in der Meinung in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, dass einem die Laune vergisst. Bei Bier und bei Wein findet mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Würstel mit Saft, weil es andere Speisen nicht gibt. Die Recken, die stehen auf dem Bierdeck mit drauf, doch beim Bier, die hat jeder Kredit. Was könnte bei so in unserer Straße, wo das Leben noch lebensverdient. In dem Weiß, wo in unserer Straße, da fragt sich keiner, was du hast oder bist. So ein Witzler, was keine Weiß, wo in unserer Straße, wo das Leben noch lebenswert ist. In der Maisel in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Was hast du eigentlich für eine Schuhgröße? Das weiß ich nicht. Na, was hat denn für eine Größe? 41, ich weiß nicht. Riechen wird 41. Ich weiß es nicht. Dankeschön, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Für den letzten Witz. Gebrochen. Das ist ganz toll. Dankeschön. Dankeschön. Und die Leute, die nicht gekommen sind, werden es bereuen. Dann selber schuld. Genau. Spinnerin und Weberknecht. So, Spinnerin zum Weberknecht. Die Leute sind meiner Seele hautschlecht. Obwohl ich ihnen gar nichts tue, lassen sie mir nirgendwo eine Ruhe. Vom überhaupt keine Schönheit sehen. Alles,
was ich mache, machen sie meine Hände. Und Spinner, das feinste Gespinst, dass du nirgendwo was Schönes findest, zerstören wir die brutalen Wesen mit einem Bartwisch oder einem Besen. Und wenn ich mich nicht schleunigst, bin ich selber auch gleich um mich. Denen macht das Trainieren auch Freude. Siehst du, deswegen mag ich nicht die Leute. Zur Spinnerin, der Weberknecht. Ich pflicht dir bei, du hast schon recht. Ich gründ den Menschen, auch kein Haar. Die Aber, das ist wirklich wahr. Ach schon die Kleinen, es ist ein Graus. Reißen mir meine Haxen aus. Sind's grausam oder nur saudum? Und wissen mögen die, warum? Tja, ich als Mensch, das fällt mir auf. Wisst ihr da auch keine Antwort drauf? Super.